Herzlich willkommen zum Qualifying von Shanghai in China. Und nach dem letzten Rennen, auf dem wir sogar nur auf Platz 5 gekommen sind, weil Vettel uns auf der Strategie gerade noch überholt hat, oder wir zumindest auf gleicher Höhe waren, sind wir leider Fünfter geworden. Ein bisschen enttäuscht, weil hätte ich Raikön da nicht angegriffen, wären wir Vierter gewesen. Aber gut, dann spulen wir uns mal ein bisschen die Zeit vor. Schauen wir, was die Gegner so fahren. Ich muss sagen, China ist auch eine Strecke, die ich nicht wirklich mag. Hamilton 1,37,0. Rosberg 1,36,8. Beziehungsweise, ja, meine fliegende Runde, weil ich zu voll bin, auszufahren. Und was wir so schaffen. Mal schauen, wann wir ungefähr bremsen müssen. Später bremsen. Ja, und muss man schön durchdrehende Reifen haben beim Rausbeschleunigen. Oh ja, okay. Das wird alles andere als perfekt für eine schnelle Runde, aber für Qualifying 3 sollte das auch reichen. Ja, für das erste Qualifying für Qualifying 3. Schon total verwirrt. Die ewig lange erste Kurve. So, die gehen zu früh, da geht noch deutlich mehr und ich glaube, die Runde wird nicht gut. Ich muss schon ein bisschen Sprit sparen, weil ich muss jetzt auch ein bisschen reinkommen. Ich bin kein Training gefahren. Das war in China aber noch nie meine Lieblingsstrecke, also Bahrain und China kann ich beides nicht ab. Langsamer als Gutierrez, ich glaube, das sagt alles. Ja, okay, Junge, jetzt. Die Runde kann ich vergessen. Schon mal, dass wir jetzt die letzte Kurve richtig bekommen. Boah, das geht. Und fahren nochmal eine richtig schnelle Runde. Okay, das war nicht perfekt, das ist mir zu weit rausgekommen. Und dann auf dem Körper keine Traktion gehabt. Ja, ihr seht, ich kenne die Strecke überhaupt nicht. Kann ein sehr enttäuschendes Wochenende werden. Ach man, Gutierrez, ganz ehrlich, was machst du denn da? Die Runde können wir auch vergessen. Also, wieso lässt er mich genau da überholen, wo er genau in der Mitte ist? Nein, er blockiert natürlich für den Schaltpunkt, also ich hoffe echt, dass es beim richtigen 2014 er Spiel deutlich besser wird. Jetzt machen wir einen Buemi nach. Ohne dass die Reifen abfliegen. Ja, ich bin auch gerne durch die Runde gefahren, weil ich die Strecke einfach nicht kann. Okay, das geht gerade noch so. Thank you.
Zeit sehen richtig schlecht aus. So, das sah sogar einigermaßen gut aus. Und jetzt haben wir den Kant gelöst. Ich muss gleich mal anklicksen. Oh, ja, wieder festschrauben. Kann sein, dass man jetzt ein bisschen was hört. Aber jetzt wird es eigentlich wieder halten. Nochmal. Ich kann gar nicht sagen, ob die Zeit reichen gehört. Wir sind 16. Und deswegen zurück zur Garage und das kann jetzt extrem knapp werden. 17. Okay, wir brauchen welche Reifen. Wir brauchen weiche Reifen, um da durchzukommen. Hätte ich persönlich nicht gedacht, aber die Strecke ist nicht meins. Noch 2 Minuten, wir haben einen Versuch. Okay, vielleicht 2 Versuche. Diese Kurve sah schon mal ganz gut aus. Okay, wir sind auf Best. Größen, die haben wir jetzt nicht wirklich getroffen. Noch eine Minute. Naja, das wird schon. Noch auf Bestzeit und jetzt kommt die Zeit. Na gut, ich wollte jetzt auf einmal sicher gehen und da safe durchkommen. Da nehmen wir einfach mal die Weichen. Und die Kurve treffe ich immer noch nicht. Das hat uns, glaube ich, die Bestzeit gekostet. Erst 1,36, nee, 1,36,3. Push weiter, ja, bla bla. Wir geben die Session jetzt mal auf und gehen in die nächste Session vor. Ja, wir sind auf Platz 1, also chill down. Ich mach mal ein bisschen vor. Ich bin gespannt, was und so fern 1,39. Okay, das sind 4 Zehntel schneller als das, was wir vorhin gefahren sind. Und ich glaube, ich werde jetzt an sich nur noch fliegende Runden machen. Muss ich mal schauen, aber ich denke, das wird wohl so sein, weil das ein bisschen Zeit einspart und ich sonst immer ewig für einen Upload brauche. Aber das sollte euch eigentlich nicht stören. Freie Lücke. Nehmen erstmal den Stempel hier mit. Ich muss hier ziemlich oft auf Gas und dann wieder auf Bremse gehen, damit ich die Kurve richtig kriege. Und da habe ich ein bisschen zu sehr aufs Gas gegangen.
sobald die KI dann mit weichen Reifen fährt, sind wir schon manchmal Platz 1. Oder doch, das wäre sogar Bestzeit. Jetzt sind wir leicht gerutscht. Und die Kurve haben wir nicht voll getroffen. Ja, und dann haben wir beim Ausgerutschen. Die Zeit wird, glaube ich, nicht so gut. Windschatten ein bisschen mit. Und der Kurve jetzt auch perfekt. Ja, aber mit verpacktem Ausgang. Ach, der Schnecken ist wieder da. Was ein Hacker. Wir sind Vierter. Ich denke, das sollte reichen für das nächste Qualifying. Oder wir fallen einfach mal auf Platz 8 zurück. Dann komm, ich riskier's. Ich hoffe darauf, dass sie es jetzt nicht nochmal viel verbessern. Ja, und wir müssen sogar nochmal raus. Okay. Jetzt brauche ich eine richtig gute Runde. Das weiß ich auch. In einer Minute. Ja. Okay. Mal schauen, was wir so rausholen können. Erstmal zu spät bremsen. Okay, Zeit haben wir noch genug. Und letzte Kurve war gut. Schauen wir mal, ob wir jetzt was hinkriegen, aber das sieht schon mal ganz gut aus. Also nicht wegdrehen, aber das passt. Wir sind 200stel. Ich hänge schon wieder am Körper, deswegen mal rein. Wir sind 200stel. Aber wir sind sogar noch auf Platz 10. Okay. Wir sind weiter weg, aber zum Mal in der schnellen Zeit. Weil mir das mal etwas nicht. Ich rede gerade zu viel. Weil ich schon wie ich im Vergleich zur Ausbildung so stehe. Okay, wir sind 2,5 Zehntel hinter Rosberg. Wir fahren ein bisschen Offroad. Erwischt. Und der Schnepp ist auf einmal wieder da. Und wir sind Sechster. Mehr Qualifying ist nicht meine Stärke. Vor allem nicht in China. Meine Lieblingsrennen kommen eher gegen Ende der Saison. Und wir haben einen Versuch. Machen wir doch gleich mal. Schon wieder er. Also, ich habe keine Ahnung, was die Mod hieran verändert hat, aber es ist schlecht. Ja, und ich krieg's mal wieder nicht hin, das zu verändern. Ja, der Reifen fällt uns komplett ab, ist auch gut. Versuchen uns nach links wegzubremsen. Ja, das wird gar nichts anscheinend. Gucken, ob ich gleich mal Start drücken kann.
Nein, war ich gerade im Startmenü. Dann könnte ich uns nochmal zurück zur Box setzen und dann nochmal eine fliegende Runde machen. Ihr seht schon, der Fehler tritt anscheinend nicht öfters auf. Okay. Ich werde versuchen, einmal Start zu drücken und dann hoffen, im Menü zu sein. Reifen sind jetzt aber schon deutlich abgenutzt. Im Moment ist viel Verkehr auf der Strecke. Ja, neben verbringen wir mal eine Schnellrunde mit den harten Reifen. Habe ich auch nie gefahren, die Taktik. Und dass wir jetzt diesmal niemanden reinfahren. Wir haben sogar freie Strecke. Okay, das war ein bisschen Abstand. Auch vorbeifahren. Ein Ausbeckwert 1,41, das wird noch nicht gut. Mal schauen, was wir jetzt mit Hart schaffen. Weil ich bin froh, wenn wir so auf Platz 8 wären am Anfang. Der schöne Bug, uns unsere Weichreifen gekostet hat, ist das extrem fail. Und ich darf die Kurve schon mehr nicht. Wir sind sogar auf Bestzeit, ich habe ein bisschen wundert. Wieso fahren denn alle langsamer als 1,41? Ein bisschen komisch. Und wir fahren mal Offroad. Boah, ich denke, können wir mal eine Runde mit dem Hard versuchen. Ah, jetzt kommt auch schon wieder schnell eine Runde. Gucken wir mal zurück zu Rasen fahren. Nochmal nicht schnell eine Runde. Nein. So, einen Satz haben wir noch. Machen wir mal eine fliegende Runde und dann dürfen wir morgen einen nicht mehr ganz frischen Reifensatz nehmen fürs Rennen. Also von den Weichen. Wir sind Achter. Das zeigt, dass unsere Runde nicht gut ist. Treffen. Automatisch abgebremst werden, was totaler Schwachsinn meiner Meinung nach ist. Also das könnte man auch wieder gut entfernen. Wow. Okay, unsere Reifen sind schon leicht beschädigt. Umgerutscht. Wir sind eine Zehntel langsamer sogar. Ja, man darf aber trotzdem zu Ende fahren. Mir ist es nicht schlimm, ich triff die Kurve schon wieder überhaupt nicht.
Wobei das sogar schneller gewesen sein könnte als vorher. Boah, wir sind sogar auf einer verbesserten Runde. So viel lange gerade, dann rechts und dann links. Das war's dann. Sind auf Platz 8. Du stehst auf Position 8 und damit nicht so gut wie erhofft. Ja, ich auf Position 7, aber ich mag die Strecke nicht überhaupt nicht, darum ist er für mich noch halbwegs akzeptabel. Wir wären sogar letzter gewesen, wenn Alonso und Hamilton nicht irgendwie 6 Sekunden langsamer wären. Aber gut, im Rennen geht es dann von Platz 7 los. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal zum Rennen. Und bis dahin, ciao, ciao.